Hallo zusammen, hallo Freunde. So, das Bild ist jetzt getrocknet, das große Bild. Es hat jetzt circa eine Woche gedauert und hat mir natürlich auch Platz weggenommen für andere Videos zu machen oder andere Bilder zu machen. Aber ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, klar, wenn es getrocknet ist und was vielleicht auch noch zu beachten ist. Ihr habt etwas an Silikonflecken dann drin vom Silikonöl. Bleibt nicht aus, aber ich mache das immer mit Isopropanol, das heißt 99,9% Alkohol und nehme einen Mikrofaserlappen oder Mikrofasertuch und mache das jetzt sauber vom Silikon. Also im Prinzip gerade, wo ihr hier die Flecken habt, wo man reingetupft hat. Viele machen es auch mit dem Spülmittel oder sowas. Ich mache es halt immer mit Isopropanol. Einfach leicht drüber wischen. Und Vorteil von diesem Isopropanol, er verdunstet halt auch schnell wieder. Einfach schauen, wo man was sieht. Meistens bei diesen Blumen dann. Da passiert auch nichts, wenn es getrocknet ist, also wenn es gut durchgetrocknet ist. Ich sage es trotzdem immer zur Sicherheit, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr an die Kanten reibt, da solltet ihr nicht zu lange und nicht zu fest reiben, weil da kann dann schon mal sein, an der dünnen Kante, dass sich eventuell Farbe mit ablöst. Aber das ist in der Regel dann auch ausreichend, wenn ihr noch einen Schlusslack drüber machen möchtet. Und das ist jetzt der nächste Schritt, was ich noch machen möchte, um das Bild im Prinzip fertig zu machen. Ihr seht vielleicht hier, ich habe noch ein paar Mosaiksteinchen reingemacht. Ja, ist ja ein Frauenbild. Nein, passt aber, gefällt mir auch ganz gut. Okay. Die schön trocknen lassen. Was ich jetzt dann nehme hier, und zwar von Liquitex, dieses Satin Varnish. Ich hoffe, ihr könnt es sehen vom Licht her. Also es ist im Prinzip seidenmatt. Ich mag es nicht ganz glänzend, weil glänzend das spiegelt zu arg dann. Habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, es gibt, ich sag mal, Harz, na, das glänzt zwar, aber spiegelt nicht so, aber diese Lacke, die spiegeln halt. Ihr solltet das in der Regel also gut belüftet machen, draußen machen, nur bei uns regnet es jetzt natürlich auch die ganze Zeit, momentan, und dadurch werde ich es jetzt doch wieder hier drin machen. Am besten. Ja, ich erkläre es euch dann, wenn ich es mache. Ich schüttle erstmal kräftig und werde dann euch zeigen, wie ich das ansprühe. Und natürlich wichtig, wenn ihr das macht, setzt wirklich eine Maske auf, weil nicht nur, weil es etwas unangenehm riecht, sondern auch für eure Lunge. Also reichen keine normale Nasen-Mund-Masken, sondern wirklich eine für Farben. Okay, ich schüttle jetzt mal kräftig, da braucht ihr nicht dabei sein. Dann bis gleich. So Freunde, ihr seht, ich habe es noch mal ein bisschen angehoben, habe jetzt Spraydose fertig geschüttelt, Maske ist wichtig. Ich mache immer im Prinzip eine dünne Schicht als erstes, fange mit den Rändern an und mache dann noch mal eine satte Schicht drauf. Das ist dann vollkommen ausreichend und das trocknet eigentlich auch ziemlich schnell. Okay. Punkt ist der, vielleicht noch dazu zu sagen, ihr müsst es nicht unbedingt
mit deinem Schlusslack sprayen, weil Acryl bildet ja eigentlich eine wasserfeste Schicht schon von sich aus. Wer es lieber matt mag, kann es auch so lassen. Also es ist nicht immer Pflicht, weiß nicht, manche sagen so, aber ich habe auch ein paar Bilder, die ich unbehandelt gelassen habe und die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt und sehen genauso gut aus. Vielleicht, wenn es in der Sonne ist, wegen UV-Schutz, sage ich jetzt mal, und auch Staubschutz ist vielleicht schon besser. Aber leicht glänzend, sage ich halt immer, kommt die Farbe immer noch ein bisschen besser raus, wieder, also verstärkt wieder raus, wie wenn es matt ist. Weil ihr kennt das ja, wenn ihr die Bilder schön nass habt, dann glänzen die Farben richtig schön. Und dann beim Matt wird es halt ein bisschen fader, sage ich jetzt mal. Darum ist es gar nicht schlecht. Also ich fange jetzt einfach mal an und zeige es euch dann, damit ihr auch dabei seid. Das ist der erste Gang. Lass es ein bisschen anziehen. Schaut immer, dass ihr die Spraydose nicht direkt so senkrecht haltet, sondern immer leicht, ja, ich sage es mal, diagonal. So könnt ihr schlecht halten, aber so funktioniert es einfach besser dann. Weil die Spraydosen sind ja auch dafür ausgedacht, dass man so sprüht und nicht so. Das ist ein bisschen das Problem, aber das funktioniert. Gut. Also ich muss auch sagen, das Spray ist recht angenehm. Da gibt es schlimmere Sprays. So. Ich habe jetzt auch noch nie über so Mosaiksteine gesprüht. Bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Und ich habe jetzt ja so rumgesprüht und werde im Kreuzgang sprühen. Das heißt, jetzt mache ich dann die zweite Schicht dicker im Kreuzgang. Und dann reicht das schon. Also ihr müsst da nicht übertreiben, ihr braucht da keine dicke Schicht drauf machen, sondern einfach nur, ich sage jetzt mal, eine deckende Schicht, gleichmäßig, und dann reicht das. Okay. Also, ja. Was ich noch sagen wollte, ihr könnt es ruhig noch ein bisschen mehr anziehen lassen. Ich mache es jetzt halt wegen dem Video, damit es auch euch nicht zu langweilig wird und ein bisschen schneller geht. Bevor wieder blöde Kommentare kommen, muss ich auch mal dazu sagen, man soll ja immer 20-30 cm Abstand halten. Ich mache es halt anders, ich bin es halt so gewöhnt. Okay. Thank you.
Das war es jetzt eigentlich schon. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen trocknen. Und nach einer Stunde, denke ich mal, hat sich das auch so gleichmäßig gelegt. Es ist natürlich nicht ganz trocken, aber so, dass ich es euch dann zeigen kann, wie es dann aussieht. Ihr müsst auch nicht ganz hundertprozentig genau sprühen. Ich bin da ein bisschen penibel, klar, komme aus dem Beruf früher, aber das passt. Und ich mag halt keine Pinselstriche, ihr könnt auch gern streichen mit dem Glanzlack oder was, aber ich finde, man sieht halt immer ein bisschen Pinselstriche und das ist nicht mein Ding. Okay, lassen wir es ein bisschen trocknen und dann zeige ich euch es auch mal von nahem fertig. Okay, bis gleich. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal das Bild von nahem. Will ich noch kurz noch mal was dazu zu sagen. Also ich habe schon ziemlich viele Sprays ausprobiert und will jetzt keine Werbung für Liquitex machen, aber es funktioniert halt. Es riecht nicht so stark. Ihr könnt auch mal eine dickere Schicht spritzen, eine dünnere, also ungleichmäßig. Und es legt sich trotzdem gleichmäßig dann beim Trocknen. Das ist ein Riesenvorteil. Und vor allem, ihr seht hier eigentlich, es glänzt. Aber durch dieses Seitenmatt, es spiegelt halt nicht. Ja. Das ist der wichtigste Punkt, finde ich halt. Also am besten Seitenmatt zu nehmen. Ihr bringt die Farben etwas besser raus. Aber ihr habt kein Bild, wenn ihr drauf schaut. Es hängt an der Wand und es spiegelt euch an. Das bringt nichts. Okay. Habt ihr schon meinen Schmetterling gesehen? Naja. Ist natürlich auch Übungssache, aber ich finde, die Blumen sind halt wirklich genial gekommen. Und ich habe mir auch gedacht, wenn ihr Lust habt, mache ich noch ein Video mit diesen Blumen, beziehungsweise allgemein mit den Zellen, was man aus Zellen machen kann, also die Nachbearbeitung von Zellen. Natürlich, jede Blume ist nicht ganz optimal geworden. Das war ja so ein Verlauf hier, aber hier jetzt zum Beispiel, ihr könnt da wirklich schön nacharbeiten und ihr könnt spielen mit den Zellen. Da haben wir ja die großen dann hier, muss ich mal zurückgehen. Ja, Mosaiksteine. Ich mache das so, ich werde euch ein Video bringen, was man mit Zellen alles anstellen kann. Und ihr seht jetzt natürlich auch hier, ich hoffe, ihr seht es gut, ja, vom Licht her. Jetzt sieht man natürlich erst wieder das Kupfer und das Silber. Das habe ich schon reingelangt, ist noch nicht hundertprozentig trocken. Aber wie dann die Farben, wenn es trocknet, wieder rauskommen. Da haben wir noch auch noch ein dezentes. Und da habe ich auch wieder die Steinchen reingelegt. Hier haben wir ja eigentlich diesen normalen Verlauf. Also ohne, dass ich was dazu getan habe. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesen Blumen. Also man kann dann schon super schöne Effekte rausholen. Ist natürlich wie alles Übungssache. Hier jetzt im weißen Hintergrund. Da haben wir noch ein paar dezente. Okay. Gut. Jetzt habt ihr das Bild auch mal trocken gesehen. Und ihr seht, wie gesagt, die Farben kommen halt noch mal besser raus, wenn es glänzt. Und jetzt seht ihr auch den Unterschied natürlich, wie kräftig die Farben damit rauskommen, wenn das Bild getrocknet ist und dieser Vinylkleber transparent abgetrocknet ist. Okay, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Jetzt haben wir die Fertigstellung vom Bild. Ich kann
kann euch geschwind vielleicht auch unten zeigen. Ich hoffe, mir sieht es etwas. Es ist natürlich etwas dunkel. Aber ich habe das Klebeband abgemacht. Schon. Und habe da natürlich schön weißen Hintergrund. Unten auch. Auch ganz wichtig, wenn ihr mal eine Auftragsarbeit macht, immer abkleben. Weil nicht, dass dann doch irgendwann mal Farbe an der Wand hängen bleibt. Und sieht einfach sauberer aus. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Bilderstellung kam mir recht gut an. Und natürlich, größere Bilder sind immer etwas aufwendiger. Aber ich finde, es lohnt sich. Okay. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.